Drei Familien aus drei Bundesländern starten zur großen MDV-Familienrallye und entdecken mit einem Ticket Mitteldeutschland. Nur wenige Busminuten von Altenburg entfernt liegt das kleine Städtchen Schmölln, das vor allem für seine Knöpfe bekannt ist. Viele tausend Exemplare bestaunen die Familien auf ihrem Halt im Regionalmuseum, das die Knöpfe sammelt und aufbewahrt. Ob denn unter den Teams auch ein Sammler ist? Ich habe mal Schluckis gesammelt, das habe ich abgeschafft. Schluckis, die kleinen Fläschchen. Knöpfe hatte ich mir mal schon immer ein paar in mein Nähkästchen gepackt und habe die mal früher gesammelt, das weiß ich noch. Also ich habe mal ganz schöne gehabt, silberne mit Verzierungen drauf, die fand ich total schick. Ich sammle Lehmann-Puppen, limitierte Auflagen. Ich habe davon schon 4 Stück. Ich habe mal Clowns gesammelt. Ganz schlimm. Aber keine Knöpfe. Ich sammle Briefmarken und auch so Edelsteine so ein bisschen. Und die Briefmarken sind noch von meiner Mutter von so 70er, 80er Jahren. Also. Schmölln ist allerdings nur ein Zwischenstopp auf der großen MDV-Sommerrallye. Eigentlich sind die Familien auf dem Weg nach Borna, wo sie von Bürgermeisterin Simone Lüttke empfangen werden. Wir haben eine wunderschöne Stadt. Zu einzelnen Häusern kann man auch sehr viel erzählen. Und da hat sich mein Museum die Zeit genommen und führt die Familien ein bisschen rum, erklärt ein bisschen was. Wir übertreiben es natürlich nicht, weil es geht ja hier um Kinder. Ja, wird interessant. Wir warten und haben den Dingen, die da kommen. Ein Quiz ist für Kinder angedacht und ein Museumsbesuch wird bestimmt spannend. Nach einer kleinen Auszeit setzt sich die bunte Karawane wieder in Bewegung und entdeckt die erste Stadt in Sachsen.